TEMPIS steht für Telemedizinisches Projekt zur integrierten Schlaganfallversorgung. Das Netzwerk umfasst 15 Kliniken in der Region Südostbayern, darunter auch die Asklepios-Klinik Burglengenfeld. 2012 wurden hier ca. 260 Schlaganfallpatienten behandelt. Dafür eingerichtet ist ein spezieller Raum zur Untersuchung des jeweiligen Patienten. Und nachdem er über ein CT hochgefahren wird, ist er hier in diesem TEMPIS-Raum und wird zusammen mit dem Assistenzarzt und dem Neurologen aus Regensburg oder München, wo wir verbunden sind, zusammen dann nochmal untersucht, genau festgestellt, welche Ausfälle er hat. Und dann wird auch entschieden, was weiter gemacht wird, zum Beispiel eine Lysetherapie. Wenn er sehr schnell kommt, innerhalb der ersten 4 Stunden, kann man das Blutgerinnsel im Kopf dann auch wieder auflösen. Ohne Zeitverlust gehen die Daten also an den Spezialisten im Schlaganfallzentrum via Telemedizin. Dieser kann dann auch die Lyse beschließen. Zwei neue Möglichkeiten in der Behandlung von Schlaganfällen von unschätzbar großem Wert. Diese beiden Dinge waren revolutionär und haben eigentlich damit die Therapie des Schlaganfalls auf höchstem Niveau auch in der Peripherie möglich gemacht. Und das ist eigentlich das Rätsellösung. Wir müssen den Schlaganfall dort therapieren, wo er entsteht, möglichst. Und haben damit die großen Kliniken auch frei für die wenigen besonderen Fälle, die dann dorthin verlegt werden müssen. Und hier auch nochmal die Lampe an. Gut, das wird mir schon reichen. Sind Sie so nett, können Sie mir mal bitte die Zähne zeigen, mich richtig breit angrinsen? Okay, gut. Für uns ist es immer wieder erstaunlich, wie diese Patienten das positiv aufnehmen, dass da aus dem Monitor plötzlich einer spricht. Das muss also die Übung aus den Talkshows oder aus dem Fernsehen sein. Und die fühlen sich immer sehr geehrt, dass also plötzlich aus dem All sozusagen eine Stimme sie als Frau Meier oder so bezeichnet. Und die erschrecken da nicht, sondern fühlen sich dann aufgehoben oder eigentlich auch gut behandelt. Für die Betroffenen haben sich mit TEMPIS die Chancen deutlich erhöht, einen Schlaganfall mit keinen oder nur geringen bleibenden Schäden zu überstehen. Wichtig ist es aber immer, Symptome richtig zu deuten. Zum Beispiel eine Erblindung, zum Beispiel eine kurze Lähmung, zum Beispiel Koordinationsstörungen, Schwindel. Also alles, was sozusagen unklar plötzlich das Gehirn nicht mehr so funktioniert. Und dann geht es plötzlich wieder weg. Und da muss man eigentlich ganz konzentriert sehr schnell nachschauen. Und dazu haben wir diese Struktur, die zu 24 Stunden am Tag besetzt ist und wo man eigentlich den ganzen Landkreis damit versorgen kann und darüber hinaus. Mittlerweile profitieren jährlich 6.000 Patienten vom TEMPIS-Netzwerk, dem größten weltweit.